2014, Dr. Andreas Knöring. Wir gehen zwar heute auf Runde, aber wir haben natürlich auch morgen. Morgen. Ordentliches, die ersten Ferientage beginnen heute. Soweit wäre für mich, unabhängig jetzt von dem Tierbestand, wichtig auch insofern, dass auch alles andere läuft. Okay, wir starten. Ihr bestimmt wohin. Die Runde besteht aus den Tierärzten und Kuratoren. Erste Station, die Weißhandgibbons. Schau mal eben. Hopp, hopp. Noah, wunderst du dich, wer hier ist? Schöne Gruppe hier. Das ist Frieda und das ist Bruno. Das ist Zuchtfrau und wir haben ein Jungtier bei. Ihr könntet noch ein paar mehr Seile reintun, ne? Da haben wir was bestellt noch. Ja. Ich würde noch ein paar mehr hängende. Ja, da müssen wir eine Hebebühne auch bestellen. Ja, werden die sich drüber freuen. Ja, so, wir müssen weiter. Ja. Mehr Kletterseile für die Gibbons. Kleinigkeiten werden sofort verbessert. Die Männer eilen weiter. Die Wege im Tierpark sind lang. Nächste Station, die Tüpfelhyänen. Es gibt kaum was Kräftigeres an Kiefer als Hyänenkiefern. Der Mann ist ein ganz lieber von den beiden. Der Mann ist ein lieber? Ja, du kannst ihn streicheln. Und da habe ich gesagt, jetzt sag mal lieber nicht so laut. Wir streicheln hier nicht. Meine Aufgabe ist ja eigentlich relativ banal, den Überblick über beide Betriebe zu haben. Und dazu gehört leider eben nicht das Thema Tier nur, sondern natürlich auch alles, was den Besucher angeht, die technischen Fragen, die übergeordneten Fragen. Wo kommt das Geld her und wo geht es dann nachher hin? Und das sind zwei sehr große Betriebe. Das sind von der Fläche her liegen wir bei knapp 200 Hektar, die wir hier bewirtschaften müssen. Wir haben hier Kosten, beide Zoos zusammen, die liegen bei 30 bis 40 Millionen Euro jedes Jahr, je nachdem, welche investiven Maßnahmen wir hier begehen. Damit sind wir der mit Abstand größte Zoobetrieb in Deutschland, aber mit ganz großem Abstand. Und weil ich so selten auf Runde bin, gehen wir jetzt weiter. Ne? Der Chef treibt die Runde voran. Ein paar Mitarbeiter bei den Kaffeemühlen startet auch die Morgenrunde. Es gibt ein Überraschungsfrühstück. Guck mal, die ganzen Muruhen, das haben sie noch gar nicht rausgerissen. Totschick. Wie wollen die das nicht? Das Matschepampe. Bau das mal bitte ab, oder soll ich das? Soll ich nicht über die Leiter festhalten? Dann halt du die Leiter fest. Weil du bist leichter. Der Unfall, der macht Knall. So, sehr schön. Eigentlich ist das auch ganz einfach gemacht. Wir hängen das nur in diesen Karabiner ein. Und dann kommt es halt runter. Guck mal, den Ast nicht. Nicht ins Auge. Ja, ich piek dich ja nicht. Ich war im Urlaub und in der Zeit sind wohl hier einige Neuerungen eingeführt worden, ohne mich zu fragen. Aber, ohne dich zu fragen? Ja, nee, aber naja, ist ja eine lustige Idee. Ob es funktioniert, werden wir ja sehen. Ist da ein Knoten drin? Ach, da ist ein Knoten drin. Ja, du musst das auch machen. Die Neuerungen sind auch für die Büffel neu. Frühstück im Netz. Möhren, Äpfel und Brot. Ja, ich hab leider bloß drei Arme. Nur drei. So. Schön wäre eben, wenn die da so mit der Nase so ein bisschen rumstupsen und dann fällt so ab und zu so ein bisschen Futter raus. Siehst du, da fällt schon die erste Möhre raus. Ja, so ist das ja auch gedacht. Und dann sind sie beschäftigt. Möhren und Äpfel haben sie nämlich sonst nicht. Brot ab und zu. So, das habe ich jetzt hier natürlich gewürfelt. Ja, Brot fressen wir immer gerne. Ja, ja. Aber wenn es so anstrengend ist, wenn sich das da oben rausschuckeln soll, dann sind es vielleicht doch nicht. Ja. So. Vielleicht riecht es ja lecker. Ja, jetzt. Ja, mit Trocken ist der, glaube ich, nicht. Dann müsste, wenn denn hier unten herausfallen. Doch, guck mal, das funktioniert gut, schon. Das sind, ja, dazu müssen sie sich aber ein bisschen anstellen. Wir machen einfach nur Äste rein. Ja. Und wenn die da dann rumzerren, vielleicht kriegen sie das ja mit. Das ist durchaus, wenn man sich damit mal beschäftigt, auch was rausfällt. Guck mal, fällt doch. Ich jetzt schon alles. Büffel sind normalerweise Grasfresser. Und Gras wächst auf der Erde, nicht in der Luft. Schiebst du mich hier hoch, nee, ja? Nee, das darf ich nicht. Das ist eine sexuelle Belästigung. Hauptsache, halt immer mit der Ruhe. Ich halte die Leiter schon fest, keine Sorge. Der kriegt Ärger mit deinem Mann. Wenn die stell dich mal runter. Ja, bitteschön. Soll ich mal versuchen? Also, komm an die Mohre rüber ran, die ist ja hier. Kommt der mit dem Horn ran? Bestimmt.
Bestimmt höher? Höher, ja. Wenn der Kopf so, ja doch. Hättet so, wenn nicht, macht es unter den Knoten. Das ist besser. Gut, ne? Gut. Bei den Büffeln steigt die Spannung. Wir werden das auch nicht jeden Tag machen. Du siehst ja selber, das ist ja nicht gerade eben mal schnell zu machen. Wir werden das eben machen, wenn viele Besucher da sind oder Wochenende, Feiertage. So, gut. Schick. Also ich finde es schick. Schick auch. Frühstück im Netz. Getarnt als Baum. Oh, ist ja hier wie Urlaub auf dem Bauernhof, wa? Ja. Die Tarnung ist entdeckt und wird gefressen. Ja, siehst du, nun waren sie mal kurz dran. Und schon wieder. Ja, aber auch nur wegen den Ästen. Nicht, ne? Aber auch nur, wegen den Ästen, oder? Gut, also sie grasen, fressen lieber ihr Grünfutter. Ja, jetzt ist Ruhe. Jetzt passiert sowieso erstmal nichts. Wir kommen nachher noch mal gucken. Ne? Ja. Obwohl, du wolltest ja heute abbummeln. Nimm ich Enrico mit. Einen anderen Mann, ja. Einen anderen Mann, nicht so. Sind eben Grasfresser, diese Büffel. Das mach ich ja. Und dann bin ich gespannt, ob die dran waren. Mal sehen. Ups. Irgendwie ist das hier aber doch interessant. Und lecker. Weiter auf Tierpark Runde, der Direktor und seine Kollegen. Kurzer Stopp bei den Marabus, wo Marabu-Dame Elke ein sonniges Plätzchen sucht. Sollen wir hier mal ein bisschen was freischneiden, damit die Marabus mal ein bisschen mehr Licht kriegen? Nicht umsonst sitzt der immer da, wo die Sonne ist. Was ist denn da zum Teil Wildwuchs hier? Denn eigentlich wollen Marabus ja Sonne sehen. Und sind eigentlich keine Schattentiere, nicht? Sollten wir noch mal überdenken. Martin, ja, sollte man auch mal umsetzen. Wieso? Ja, eigentlich können die... Bessere eigentlich. Ja. Wir können uns auch überlegen, die ganz woanders hinzusetzen. Ja. Das würde ich fast da, wo Afrika hingehört. Und die sind ja so kompatibel mit so vielen Antilopen. Dann lösen wir es lieber auf hier. Das klingt nach Umzug für die Marabus. Aber das war auch ein Fetter hier, Mensch. Ja. Mann, oh Mann. Hier. Ja, sehr fett. Du müsst ja mal ein bisschen runterfahren hier. Da sind die Weibchen das Problem, die sind ganz schlechte Esser. Ja, aber von denen ist keine dünn. Keine einzige. Die Problematik, die ich bei der ganzen Anlage habe, ist, dass der Stallbereich hinten komplett in der Blickachse ist und jedes Foto, was ich hier mache, habe ich einen Stall im Hintergrund. Anstatt die Blickachse so zu wählen, dass ich immer eigentlich ins Grüne fotografiere. Und Fotos sind unglaublich wichtig. Ja? Jeder, der hier ein Foto macht, macht hier jetzt ein Foto. Da habe ich den relativ adipösen Ellipsenwasserbock, sag ich mal, vor einem schmucken Stallgebäude. So, ja? Das ist ein wunderschöner Park. Es lohnt sich auch jetzt schon zu kommen. Aber anscheinend müssen wir ein paar Schrauben noch drehen, damit es im Direktmarketing noch etwas besser funktioniert. Damit eben die Besucher, die kommen, auch was weitererzählen. Jawohl, das ist ein toller Park, da musst du mal wieder hingehen. Ne? Dafür werbe ich. Neue Ideen für den altgewohnten Tierpark. Veränderungen stehen an. Einer der vielen Schätze im Tierpark ist der Wariwald. Die Besucher können direkt hindurchlaufen und sind den Tieren ganz nah. Allerdings sieht man hier den Wari vor lauter Bäumen nicht. Und auf der anderen Seite würde ich ein paar Sachen auch mal freischneiden. Ein bisschen mehr den Überblick in der Anlage. Ansonsten kann man ja froh sein, dass wir sowas hier haben. Das ist doch eigentlich nicht so schön. Wird doch schön angenommen. Also super. Also ein bisschen weniger Wald, dafür mehr Wari. Damit die Besucher noch mehr von den Tieren haben. Wie viel an Tieren habt ihr eigentlich hier drin? Fünf. Drei schwarz-weiß und zwei rote. Also alles Männer. Ne? Die Alterspyramide ist verdammt schlecht. Ja? Wir müssen gucken, dass wir Nachzuchttiere kriegen. Ja. Die Gruppe braucht neue Waris. Da muss sich der neue Direktor kümmern. Und schon eilen die Herren.
Tieren weiter zum nächsten Revier. Im Zoo Berlin begrüßt Norbert Zahnl jeden Morgen seine Seelöwen. Peter, komm hier! Und sie begrüßen ihn. Na? Das ist die kleine Sandra. Das macht man schon vor der Arbeitszeit, weil man hat ja manchmal ja nicht so die Zeit. Und wenn Publikum da ist, machen wir das natürlich nicht. Weil die Leute der Meinung sind, wenn wir das können, dann können die Leute das auch. Aber das ist ein fataler Irrglaube. Das ist eben nicht so. So, jetzt werden wir mal was tun. Sandra und ihre Artgenossen hatten die Nacht auf der Außenanlage verbracht. Noch liegen sie auf den Felsen. Aber wenn der Zwieger erscheint, sind sie kurz munter. Denn dann gibt's Fische. Das sind jetzt hier Sprotten. Die eignen sich natürlich aufgrund der Größe besonders hier zum Training. Weil jetzt sind kleine Portionen, die hier sind als Sprotte so ja noch relativ groß. Häufig haben wir so kleinere, die sind noch geeigneter, weil die kann man als Belohnung immer gut geben, ohne dass ich die Tiere jetzt relativ schnell an den Sättigungspunkt bringe. Was dann wieder auf die Motivation für Training schlagen würde. Deshalb machen wir hier eben diese Belohnungsportionen möglichst klein. Wenn ich richtig mehrfach am Tag trainiere, wenn ich mir zeitlich erlauben kann, dann schneide ich diese ja noch klein. Im Sommer fressen die Weibchen 4 Kilogramm Heringe, Makrelen und Sprotten am Tag. Und der Entführer verspeist ganze 6 Kilo. Was und wie viel sie bekommen, entscheidet der Pfleger jeden Tag aufs Neue. Auf der einen Seite müssen wir natürlich zusehen, dass sie fett genug sind, um sich A fortzupflanzen, B ihre jungen Tiere auch erfolgreich groß zu kriegen oder in Winter zu gehen. Also die Alttiere jetzt inklusive Jungtiere. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich dem Publikum auch eine Fütterung bieten. Und das ist wirklich eine Gratwanderung. Man wandert da auf Messers Schneide immer. Und da reichen wirklich so blödsinnig anhört 2 Makrelen zu viel. Und nächsten Tag arbeiten die nicht so, wie wir es eigentlich wollen. So ist Norbert Zahnl, Tierpfleger und Ernährungsexperte. Die Fütterung wird mit dem Training verbunden. Denn mit der entsprechenden Belohnung macht den Seelöwen das Training gleich doppelt so viel Spaß. Ein Problem bei den Moorgazellen. Bisschen viel Sonne abgekriegt heute. Du hast ein bisschen viel Sonne abgekriegt? Ja. Gut. Jetzt erzählen wir mal, was du da bei Elvira. Katja hat heute früh nämlich gesagt, da waren nichts weiter zu sehen, außer dass es stark sich lief. Na, das macht sie ja schon eine Weile. Ja. Und aber gestern war die ja, wenn nicht alle Türen zugeschlossen gewesen wären, hätte ich gedacht, die war eine Kneipe irgendwo. Was? So geeiert oder wie? Na, wie besoffen. Wie besoffen? Immer so die. Der ganze Heckantrieb. So richtig schwammig und dann immer so seitlich. Ach, da, ja, guck mal, jetzt seh ich's auch. Irgendetwas stimmt nicht mit dem Heckantrieb der Gazelle Elvira. Sie hinkt. Dann dachte ich gestern Abend, na, da werden wir sie wohl rintragen müssen. Weil die immer so lief und dann dachte ich, jeden Moment kippt die hier irgendwo hin. Das sieht ja aus, als wenn die hingeklatscht ist, die vielleicht an der Hüfte was hat. Tja, ich hab da auch keine Theorie. Vielleicht hat sie auch bloß einen Nerv eingeklemmt. Ich steck da nicht drin. Auf jeden Fall kommt es ja nicht von. Sie humpelt ja nicht in dem Sinne. Nee, das sieht aus, als wenn das von irgendwo von oben kommt. Ja. Jetzt bleibt die Frage, ob du jetzt gleich nochmal anrufst, wenn er Zeit hat. Ja. Der Doktor, ob er gucken kommt, dass wir gleich morgen sagen, wir lassen sie drin. Ja, ich kann ja mal anrufen. Ja, weiter hier. Wir haben Moorgazelle Elvira. Die klappt hinten immer so ein bisschen weg beim Laufen. Die müssen Sie sich mal angucken. Ja, bin ich morgen auf der Runde. Morgen auf der Runde. Ja, dann lassen wir sie drinnen und dann gucken Sie sich die an. Gut, alles klar. Tschüssi. Tschüss.
er guckt sich morgen an. Lass er sie morgens drinne und dann guckt er sie sich noch mal mit an. Wäre jetzt eigentlich praktisch, wenn der Doktor gleich käme, sich das anguckt, ja. Weil es kann ja passieren, dass wir morgen früh wieder den Vorführeffekt haben. Und der dann ist wieder ja alles schick oder? Mhm. Man weiß ja manchmal, man geht zum Doktor, gerade beim Zahnarzt, das ist ja so, und da ist alles weg. Und dann? Ja gut, wenn ich muss ja am Tage noch mal kommen, dann lassen sie aber raus. Das Problem ist ja auch, dass wir eigentlich nichts machen können. Also Röntgen wäre jetzt wahrscheinlich eine Möglichkeit oder so, aber wir können sie ja nicht in Narkose legen wegen dem Baby. Ja, die ist ja hochtragend. Man gefährdet ja immer dann auch die ganze Schwangerschaft damit. Bleibt zu hoffen, dass die werdende Mutter nicht ernsthaft verletzt ist. Unter Umständen ist sie eben auch nur hingefallen und hat vielleicht eine Prellung, die jetzt eben etwas drückt beim Laufen. Und die gehen natürlich dann auch wieder weg von alleine. Vielleicht hilft ja auch ein bisschen Sonne. Ja. Mal gucken, was er morgen sagt. Aber immerhin morgen auf der Runde guckt er sich gleich an und dann mal sehen. Die Kleinen. Nach der Visite des Tierarztes wissen die Pfleger mehr. Der Direktor und seine Kollegen sind inzwischen bei den Giraffen angekommen. Sie werden schon erwartet von einer Herde Langhälse und ihrer Pflegerin Katja Müller. Mädels! Das heißt, der Bulle soll nicht kommen, wenn Sie sagen Mädels. Der Bulle ist ein halber Bulle. Naja, er ist noch klein, sonst würden wir auch so nicht mehr hier drauf gehen. Von wegen klein. Paula, komm mal her, Schnecke, komm. Schnecke? Eine Schnecke. Bild, ja. Schnecke oder Mäuschen? Komm mal her, Süße. So viele, die hier plötzlich kommen, ne? Das ist die Paula, das ist auch die Jette. Keine. Jette müssen wir ein bisschen du aufpassen. Du dir mal was. Jette, weil sie mal schlägt mit dem Kopf. Jette muss man mal auf, ja, die ist mit Vorsicht zu genießen. Und hier in der Mitte steht unser Max, ja, dem der Sabber läuft. Ach so. Max, traust du dich? Max, komm mal her. Haben wir nur männlichen Nachwuchs bisher? Wir haben so, nee, da hinten die Kleine, das ist die Biene und der Mädchen. Das ist natürlich atypisch. Oh, hier da mit dem Käse dabei. Hier. Das ist natürlich atypisch, dass man auf der Runde hier sich so um Giraffen bemüht, dass sie was zu futtern bekommen. Das sind mal Ausnahmen. Das darf man sich nicht so vorstellen, dass man das hier jeden Tag machen darf. Also das ist etwas, was den Pflegern vorbehalten ist normalerweise und natürlich für bestimmte Besucher. Schauen Sie sich mal diese Klauen an. Gerade im Sommer sind das die härtesten Klauen, die wir hier so im Tierreich haben. Und Sie können sich das vorstellen, wenn Sie das einmal gegen den Kopf kriegen, dann können Sie froh sein, wenn Sie das auch überleben. Deswegen muss man immer wieder vorsichtig bei Giraffen sein. Die können auch ganz schnell werden und auch sehr schnell schlagen. Und manch ein Löwe hat das ja schon in der Wildbahn erfahren. Und nicht umsonst machen Löwen einen großen Bogen darum. Sie sehen auch relativ gut aus. Das heißt, sie sind nicht dünn, aber auch nicht zu dick. Das sind immer wichtige Punkte für uns. Also ich achte schon immer sehr darauf, wie ist die Bemuskelung, wie sieht das Fell an sich aus, sind die Tiere gut genährt, aber eben nicht zu fett und auch nicht zu dünn. Ist schon ein nettes Tierchen. Man muss immer dabei wissen, die haben natürlich auch Hörnerchen und könnten auch eine Beule verpassen, aber das tut sie, glaube ich, nicht, ne? Das ist die netteste von unseren, ja. Die kommt auch mal und verlangt ihre Einheiten so an der Nase kraulen mal oder nachschnuppern. Kommst du, ich komm, rieche noch nach Brot hier. Vielleicht reicht das. Zum Nase kraulen. So. Musst du schon freiwillig machen, ne? Hier oben komme ich nicht ran. Ja. Alles in Ordnung bei den Giraffen. Gut, ja, dann besten Dank. Und guten Tag, Frau Schaffer. Von den echten Giraffen zu denen aus Bronze. Machen wir mal ein Foto von uns zusammen hier. Komm, ich will mal ein Foto haben. Noch ein Schatz des Tierparks. Die vielen Kunstwerke. Kommt mal ein bisschen ran. An der Plastik von Stefan Hirota gibt es ein Gruppenbild mit Giraffen. Scharf sein. Von einem Foto die Rede. Nein, ich möchte einfach mal ein Foto von uns haben. Dann haben wir das auch mal und dann
solche Dinge von uns fehlen ja immer. Das ist, mir fällt auf, ich habe nicht ein Foto von mir mit meiner Mannschaft da wirklich in München, außer beim Oktoberfest, was verwackelt ist. Ende der Tierparkrunde. Der Direktor eilt weiter in den Zoo. Im Zoo bei den Seehunden breitet sich langsam Hektik aus. Denn die Viererbande der Jungtiere ist hungrig. Sie wartet auf Tierpfleger Norbert Zahne. Timo, Pablo und Gitana holen sich ihre Fischappen ab. Sie sind schon daran gewöhnt, aus der Hand zu fressen. Nur Luna bevorzugt noch die Milchbar der Mutter. Die trinken noch Muttermilch. Momentan sind sie in der Phase, wo sie sowohl Fisch fressen als auch Muttermilch noch zu sich nehmen. Allerdings ist es so, dass mittlerweile natürlich die Mütter bestimmen, wie viel Muttermilch die bekommen. Und das wird doch zunehmend weniger. Komm her. Der hier ist der Timo, der ist so ein bisschen schüchterner hier. Der hat unter dem Dicken hier ein bisschen zu leiden. Am Anfang haben sie alle gebissen wie die Hölle. Das ist auch normal, dass die am Anfang so ein bisschen wichtig sind. Aber da wir hier den Kontakt sehr intensiv suchen, begreifen die natürlich im Laufe der Zeit und sind relativ schnell, dass sie von uns im Grunde nichts zu befürchten haben. Und dann nehmen die auch von sich aus immer mehr Kontakt auf. Und das kann aber sehr aufdringlich werden, wie man hier sieht. Aber die kommen auch, wenn wir keinen Fisch mehr haben. Also die spielen auch mit uns hier ausgiebig, das ist alles okay. Das Hering, Sprotte habe ich nicht mehr. Bald werden die jungen Tiere in anderen Zoos anziehen. Hier ist nicht genug Platz für alle. Die Dreien hier, die können theoretisch jetzt schon auf Reise gehen. Aber auch da versuchen wir mal einen soften Weg zu wählen. Das heißt, wir wählen auch den Moment des Absetzens von Muttern wählen wir auch so aus, dass wir im Prinzip immer das Mutter-Kind-Verhältnis beobachten. Und je häufiger die Mutter letzten Endes das Jungtier dann beim Versuch des Säugens wegbeißt, desto näher rückt eigentlich der richtige Termin. Das macht überhaupt keinen Sinn, die vorher wegzunehmen. Die müssen erstmal mit Fischen ein bisschen spielen, Interesse dran haben und das kriegen sie vor allem dann, wenn sie Hunger haben. Das heißt also, wenn Mutter sich verweigert. Das ist ja ganz wichtig bei unserer Arbeit, dass wir alle mit Vertrauen und Belohnung basierend machen und nicht mit psychischem Druck oder sonstiges. Der intensive Kontakt zwischen Tierpflegern und den vier Seelöwen wird den Tieren die Eingewöhnung und das Training im neuen Zoo erleichtern. Was ist das? Ist er nicht niedlich? Ist ein kleiner Nimmersatz. Nee? Pablo, ja? Ist der Pablo. Wir vermeiden schon so ein bisschen jetzt eine super enge Beziehung zu denen aufzubauen. Ja? Also ich habe zu denen, auch wenn ich eine gute Beziehung zu denen habe, das ist längst nicht damit vergleichbar wie zu den Alttieren. Und letzten Endes, wir wissen ja, dass sie wegkommen. Insofern versuchen wir schon weitestgehend zu vermeiden, da so eine sehr tiefe emotionale Bindung dann einzubringen. Was nicht heißt, dass wir die hier vernachlässigen, um Gottes Willen. Nee, nee, so nicht. Aber ist schon so, dass wir uns dessen bewusst sind und dann ist das schon okay. Noch sind sie ja hier. Und sie werden heute noch einen besonderen Besuch bekommen. Bei den Kaffernbüffeln gab es heute Frühstück im Netz. Regiertierpflegerin Claudia Walter und ihr Mann wollen nachsehen, wie die Überraschung angekommen ist. Also habe ich mir das vorgestellt. Die Äste haben sie runtergerissen und den Rest nicht. Was willst du mit dem Brot jetzt machen? Na, ich will das dann noch mal hinwerfen, in der Hoffnung, dass wenn sie da unten drunter Brot von der Erde aufnehmen, vielleicht gucken, noch mal nach oben. Aber irgendwie, Kaninchen war schon da und hat sich dafür interessiert. Na siehst du, wartet doch nicht umsonst. Nee, aber das wollte ich natürlich auch nicht von ihnen fressen. Guck mir mal an.
Kannst du überhaupt so weit werfen? Nee, eben nicht. Kannst du mir ja mal helfen? Kannst du ein bisschen helfen? Kommt mal her! Soll ich mal gucken wie ein Mädchen? Nee, wie ein Mann. Guck mal, so macht's mich. Mann, jetzt kommt er mich auch an. Vielleicht gucken sie doch noch mal hoch. Guck mal, da kommen sie angerannt hier. Ihr müsst hochgucken. Wir haben ein Spielchen aufgebaut. Aber die kommen da ran. Wir haben es ja gesehen den Tag, dass sie da mal ein bisschen rangestupst haben. Also sonst sind sie gierig auf Äpfel, ja, und sowas. Und Möhren. Kennen sie ja eigentlich nicht, deswegen kriegen sie es ja mal. Ach so. Hast du probiert. Also, ja, haben wir probiert. Aber sind eben Grasfresser. Lieber vom Boden, ne? Dann brauchst du mit meinem Kehrer nicht probieren. Nee. Dann wird er genau selber sein. Oder du kriegst jetzt das Netz. Na toll. Frühstück im Netz. Bei den Büffeln durchgefallen. Komm her, Dicke, komm. Lach einfach. Komm mal her. Fein. Sag mal guten Tag. Ja. Na komm, hab dich verarscht. So. Ja, oh. Du, pass auf. Jetzt geht ein Kehrerbau. Ja? Stimmt, ein bisschen bösartig, ne? Ja, liebes Mann. Ja. Man hat immer das Gefühl, die könnte hier raus, ne? Aber es geht ja gleich runter. Oh, du wolltest mich beißen. Ja. Du hast nicht mehr. Du hast nicht mehr, also bist nicht mehr interessant. Ja, sag mal. Ja. Wir versuchen bei Moschusochsen oder Taffeln im Balken, das sind Stücke Stamm, anzubinden am Ast und dann sollen die damit spielen. Ja, ja, das werden wir ihnen erzählen. Und Jana denkt, hallo, hat die Befürchtung, wenn die dagegen klopfen und dann kommt der zurück, dann finde ich. Ja, aber ich glaube nicht, dass das so eine Wucht ist, dass die da machen. Also, ja. Aber wir sind schon gespannt, wie das wird. Also. Ja, das können wir jetzt mal als nächstes Ding hier ausprobieren. Hoffentlich. Mit mehr Erfolg. Unsere Autofahrt dauert 30 Minuten oder 25 Kilometer. Und da wird nur über den Tierpark, eigentlich ist es ein Monolog von seitens meiner Frau, doch, ist schon Monolog. Da wird viel erzählt. Ich weiß eigentlich alles über diese Tiere. Ja, ich bin nicht so geschwätzig, aber redsam. Also geschwätzig. Komm, manchmal erzählst du auch was. Ja, manchmal, wenn du mich nachfragst. Wenn ich mich nachfrage. Ja, dann geht es schon. Claudia, ich muss wieder. Ja, ja, gut. Zwischenfazit Spiel können weiter. Wir abbauen. Ja. Nee, ich spiele jetzt. Aber morgen erst. Morgen, ja. Gut. Na, dann bis nachher. Bis nachher. Mhm. Tschüssi. Und dann gehen die Büffel doch noch ans Netz. Nicht wirklich. Husarenaffen liegt etwas in der Luft. Das junge Männchen Fabian hat sich vorsorglich verkrochen. Das ist der Nachwuchsmann von letztem Jahr. Die werden relativ schnell geschlechtsreif mit 2-3 Jahren und dann werden sie aggressiv zueinander. Und um Beißereien zu vermeiden, werden wir den kastrieren heute. Ja, drängel dich ruhig durch. Fabian fängt jetzt den Fabian hier. Kaum geschlechtsreif. Hat der junge Affenmann auch schon seiner Männlichkeit beraubt. Solche Fangaktionen sind immer ein Risiko. Die Tiere könnten sich verletzen. Aber mit geübtem Griff fängt Fabian den Fabian. Du musst ihn erst mal ausziehen. Mir ist es nicht mehr. Er ist ganz schnell mal draußen. Das ist ein anderes Kaliber. Also mir kommt er nicht weg, sagen wir so. Gut, ist okay. Nur der eine, aber nicht der andere. Doch, da ist er. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen entspannter lassen. Der Affe bekommt hier schon die Narkosespritze. So, dann müssen wir alle raus. Jetzt muss es schnell gehen, oder? Dann fahren wir jetzt zur Klinik fahren. Er hat jetzt seine Narkose schon bekommen, jetzt packt man den ein. Ich hoffe, dass er dann auf der Fahrt richtig einschläft und dann gucken wir mal. Kann durchaus sein, wenn die Tiere ein bisschen aufgeregter sind, dass sie mehr Narkosemittel dann auch brauchen. Müssen wir mal sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Mal gucken. Die Menge des Narkosemittels hängt vom Gewicht ab. So. Dr. Pauli hat geschätzt. Super.
super. Der schlafende Affe muss nun ganz schnell in die Tierklinik. Okay. Er soll nicht länger als nötig in Narkose bleiben. Gut, dass der Weg nicht allzu weit ist. Direktor Dr. Knierim ist inzwischen im Zoo angekommen und macht sich gleich auf den Weg zu den Seelöwen. Hier haben sie schon viele Besucher eingefunden. Es ist Schaufütterung. Und der Chef kann endlich mal zusehen. Seelöwin Sandra reagiert perfekt auf die Pfiffe. Sie beherrscht über 60 Kommandos. Das Training macht ihr großen Spaß. Auch der Chef ist beeindruckt. Er steht im Wasser mit seinen Tieren, das muss man auch erstmal können. Das bedeutet auch, da ist ein sehr, sehr großes Vertrauensverhältnis vom Tier zum Pfleger. Das ist das eine und es darf natürlich auch dabei nichts passieren. Das heißt, man muss schon sehr genau wissen, wie sind denn so die Schützlinge. Das geht auch nicht mit jedem Tier logischerweise, aber offensichtlich ist die Truppe hier mit ihm ganz zufrieden. Aber das, was er hier schon macht, ist schon die hohe Schule. Das ist ein Halbtrockenanzug, ja. Ich hätte gern noch so einen Surfanzug irgendwann mal, weil bei den Temperaturen ist es wirklich erheblich. Das ist warm. Ja, da haben Sie recht. Ja. Ja, warum nicht? Ja, müssen wir irgendwann mal machen. Ja. Wir mal Größe, ja, das ist selber bestellt. Das Geld werden wohl auch noch für Sie haben. Das kriegen wir doch. Okay. Unsere bestellte Tierpfleger Marzahn mal eben so nebenbei einen neuen Trainanzug beim Chef. Das klappt auch gut. Kleine Husarenaffe Fabian schläft tief und fest. Er wird jetzt gewogen. Für die Narkose ist das immer wichtig, wie viel er wiegt. Falls er mal abgestimmt werden muss, das Narkose. Wie viel? 3,6. Oh, gut. Alles klar. Dann wird er schön schlafen. Nichts merken. Nehmen wir uns so ein schönes Tuch. Einfach nur irgendwann ein anständiges OP-Feld haben wir. Dr. Pauli wird die Hoden entnehmen, die Samenstränge abschnüren und die Wunde vernähen. Tierpflegerin Jan Falkenberg assistiert. Das ist die sogenannte Ligatur. Damit bindet man das jetzt ab, weil da ja Blutgefäße drin laufen. Und dann wird das abgeschneiden. Genau da, wo wir die Klemme gesetzt haben. Da kann man auch. Das ist jetzt wirklich nicht. Schläft schön, ja. Hier endet Fabians Männlichkeit. Ja, Moment. Also bei der Katze wird man es jetzt offen lassen. Beim Affen
da die sich da dran rumlecken und rumfummeln. Machen wir das, ja, so. Machen wir das zu, da hinten. In Fabians Träume hinein klingelt das Telefon von Dr. Pauli. Doch der Arzt ist beschäftigt. Jetzt nicht. Geht jetzt nicht. Alles zu seiner Zeit, wa? Gut. Zum Schluss gibt's schönes blaues Desinfektionsspray. Befreien. Antibiotikum. Prophylaktisch. Da, dann kann er eigentlich wieder in die Kiste. Und wir werden dann runterfahren, ne? Der Affe hat den Eingriff gut überstanden. Er kann zurück ins Gehege. Bei den Addax-Antilopen gibt es Nachwuchs. Die drei Kinder sind einen Monat alt. Alle warten schon. Denn im Vorgehege gibt's Futter. Ja, komm rein, Mäuschen. Die kleinen Antilopen sind noch namenlos. Das ist 1,2. Das heißt also ein männliches Tier und zwei weibliche Tiere. Im Augenblick heißen sie noch 1, 2 und 3. Und die bekommen aber noch Namen. Und wahrscheinlich werden sie wohl Philippe, Letizia und Leonora heißen. Denken wir uns so aus. Einmal das spanische Königshaus. In der Mitte haben wir ein kleines Mädchen. Das ist das erste Kind von unserer Mari. Und die scheint das ein bisschen zu doll zu lieben. Die hat schon ein bisschen das Fell da abgeleckt. Aber nächste Woche kommt sowieso der Tierarzt. Und dann kann er gleich mal gucken, ob es vielleicht doch was anderes ist oder nur zu viel Liebe. Ja, weil an sich geht es eher sehr, sehr gut. Wie man sieht. Faule Bande, ihr sollt da mit reinrennen. Und Mira geht auch rein. So, und jetzt muss ich hier nämlich die schlafende Bande hochschubsen, ein bisschen, damit die in Bewegung treten und nämlich zu ihren Müttern reingehen. Ja, legst dich erstmal hin, stört dich alles nicht, ne? So, dann steht man hier auf. Ihr sollt nämlich da reingehen und nicht hier immer so faul rumliegen. Einmal am Tag sollen die Antilopen ins Vorgehege. Na los. Hier kann der Tierarzt sie leichter behandeln. Nicht wegrennen. So, und mitkommen. So, nun kommt mal hier. Klappt irgendwie gar nicht. Bumm, auch wieder hingelegt. Ja, die haben eben noch keinen richtigen Hunger, ne? Das Hunger haben sie ja sowieso nicht, können ja bei ihren Müttern trinken. Aber die sind eben noch nicht scharf auf Knäckebrot oder eigentlich, wenn dann nur gemeinschaftlich wollen sie da reinrennen. Wenn einer reinrennt, rennen die anderen auch mit. Aber heute ist es einfach zu schön in der Sonne. Zum Glück muss es heute nicht klappen. Aber wenn es dann nächste Woche klappt, wäre das schon schön. Denn nächste Woche kommt der Tierarzt zum Impfen. Toll! Wenigstens einer ist drin, der Philippe. Die Mädchen bleiben liegen und hoffen, nicht gesehen zu werden. Jetzt kann ich auf jeden Fall erstmal Feierabend machen in Ruhe. Und letztendlich werden die ohne rumkommen. Schön wäre nur, wenn sie es eben alle zusammen machen. Na ja, tschüss, bis morgen. Na ja, Nummer 2 und Nummer 3 werden das bestimmt auch noch lernen. Zurück aus der Tierklinik ist Dr. Pauli mit dem frisch kastrierten Husarenaffen Fabian. Die beiden werden schon erwartet. Das ist ein Gegenmittel und alles gut. So. Ich sehe, das ist gut. Zuck. Mach schon. Das geht jetzt recht schnell bei den Affen, oder? Kommt sofort. Das ist ja ein Gegenmittel für das eine Narkosemittel, was wir da in Kombination geben. Das hebt es auf. Und das andere wirkt aber noch nach. Bis zum Aufwachen kann es noch 2 Stunden dauern.
So lange soll der Kleine nicht auf dem kalten Boden liegen bleiben. Du müsst ja auch gehen, nicht bitte. Oder dann doch, genau. Ja, sonst doch schon. Sehr schön, ja. Gut, na dann. Von Nachwuchs braucht Fabian nicht mehr zu träumen. So, und dann werden wir mal vorbereiten. Wir werden ihn wieder zur Doppelzimmer lassen. Jetzt schaut Dr. Pauli noch einmal nach seinem Patienten. Und man sieht, Handtuch ist leer. Wo ist er hin? Da oben klebt er. Also wenn der da oben sitzt, ist er so fit, dass wir den ruhig jetzt schon zur Gruppe zulassen können. Da habe ich keine Bedenken. Der ist jetzt nicht mehr dröselig oder so, der kann sich gut festhalten, sitzt da oben. Gucken wir mal. Fabian wird dem Medizinmann nicht so schnell verzeihen. Denn Husarenaffen haben ein gutes Gedächtnis. So, naja. Wie ein geölter Blitz dazu, wa? Ja. Wir sind jetzt draußen, das macht ja nichts. Ja, die müssen sich jetzt erstmal wieder beruhigen, das reicht. Ja, dachte ich mir. Jedenfalls hat er alles gut überstanden. Auf seinem Weg ins Büro kommt der Direktor Dr. Kniering immer bei den Elefanten vorbei. Viktor, den sieht man gerade im Hintergrund, der ist häufig im Sommer jetzt draußen, weil wir gerade bei ihm das Dach sanieren, also nicht Viktors Dach, sondern das vom Stall logischerweise. Langfristig gesehen werden wir natürlich uns auch Gedanken machen müssen hier über die Größenverhältnisse außen, auch vor allen Dingen innen im Haus. Für die nächsten 20, 30 Jahre kann man so auch nicht das belassen. Gar keine Frage. Also auch da werden wir für mehr Platz sorgen wollen, weil wir auch müssen, aber auch weil wir es selber wollen. Ja. Und wir haben natürlich auch die Situation, wir haben den Tierpark drüben, da ist auch sehr viel Platz und das sollte beides zusammen harmonieren. Das heißt, dass wir uns Gedanken machen, was sollte lieber drüben, was sollte lieber hier stehen, wie können wir einen Austausch schaffen. So, dann nehmen wir das gleich mit hier. Nicht den Blick für Kleinigkeiten. Meine Devise ist immer, das ist das Billigste und hat einen ganz großen Effekt, dass ein Park wirklich als sauber wahrgenommen wird. Das Zweite ist, wenn schon etwas irgendwo liegt, kommt häufig noch was dazu. Und wenn man den Park sauber hält, glaube ich, animiert es eher die Besucher, die Dinge in den Papierkorb zu schmeißen. Und wenn ich es nicht tue, kann ich Ihnen garantieren, es wird auch alle anderen nicht tangieren. Merke ich ja auf der Runde. Wenn ich mich bücke, tun es alle anderen auch plötzlich. Ist Feierabend. Der Direktor eilt noch weiter zu einem letzten Termin.